Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in meinem Kanal. Und ich habe hier in der Hand ein Wi-Fi, ja, USB-Adapter. Und eigentlich wollte ich dazu kein Video machen, dann habe ich mir wiederum gedacht, vielleicht interessiert das ja einen. Und zwar aus folgendem Grund: Hier oben, wo ich sitze, ist echt ziemlich mieses Internet. Und ich dachte mir, mit so einem neuen Adapter von der Firma Tender, ja, Bild sieht man leider nicht, aber keine Angst, wir gucken uns das gleich an, erhoffe ich mir jetzt hier eine, ja, bessere und vor allen Dingen stabilere Verbindung, aus dem einfachen Grund: Ich habe nämlich schon so einen USB-Adapter fürs Wi-Fi-USB-Adapter, und dieser funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber der steigt öfters mal aus und deswegen ist die Verbindung echt mies. Da blinkt das gute Stück. Wie gesagt, funktionieren tut er eigentlich, aber halt ist nicht zuverlässig. Und wir können uns ja mal angucken hier, was der jetzt hier für Daten ausspuckt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, dieser Stick sollte eigentlich 57 Mbits die Sekunde schaffen, aber wir sind hier oben nur bei, ja, knapp 20 und der Upload hier bei 19. Dazu müsst ihr wissen, dass meine Internetverbindung eigentlich eine 200er Leitung ist und momentan noch so bei 50 Upload. Dann habe ich ja vor 6 Jahren, das ist wirklich schon 6 Jahre her, einen Adapter vorgestellt, was Internet über die Stromleitung ermöglicht. Da blinkt das Teil auch und das funktioniert auch noch. Aber da sind die Raten noch wesentlich schlechter. Und auch das können wir uns jetzt mal hier anschauen. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Wir schaffen hier gerade mal nur 3 Mbits die Sekunde. Und ein Upload sieht es auch nicht besser aus. Also wir sind jetzt bei 2,97. Jetzt sind wir bei Upload sind wir jetzt bei 5. Das Problem mit dem Internet über die Steckdose ist, dass ich also nicht die volle Zahl erreiche. Normalerweise könnte ich 100 Mbits im Download und im Upload haben. Das liegt wohl an den alten Leitungen und da schafft er einfach nicht mehr. Und deswegen jetzt halt meine Überlegung: Was machst du? Holst du dir nochmal so in USB-Adapter oder holst du dir ein ziemlich langes LAN-Kabel und legst das quer durchs ganze Haus, weil ihr müsst wissen, der Router steht ganz unten und ja, mein Computer ganz oben im Dachgeschoss, und da jetzt ein Kabel zu verlegen ist mit einem riesen Aufwand, ja, behaftet, und deswegen versuche ich das heute mit diesen Adapter hier. Ich habe jetzt auch lange genug gequatscht und hole das ganze Ding hier mal raus, schließe es an und dann schauen wir mal, wie sich die Werte da bessern oder auch nicht, ne? Wir gucken. Okay, holen wir das ganze Zeug hier mal raus. So, schaut das gute Stück aus. Ich finde, das sieht echt stylisch aus. Das ist es auch. Sieht aus wie eine Maus mit riesen Hörnern. Oder wie so ein Raumschiff. Wir haben hier noch 2 Funkantennen. Die sind für die 5G. Das habe ich gar nicht erwähnt. Oder habe ich es erwähnt? Mein jetziger USB-Wi-Fi-Stick funkt ja nur in 2,4. Dieser kann ja auch dann in dem 5 Gigahertz Herzbereich funken.
Dann haben wir nämlich noch ein Kabel mit dabei, so ungefähr einen Meter, damit man das Gerät auch von dahin platzieren kann oder weiter weg vom Computer, so dass das alles hinhaut. Übrigens, USB 3.0 wird hier verwendet, um eine noch schnellere Datenübertragung zu gewährleisten. Und dann sollte das eigentlich auch schon funktionieren. Zumindest denke ich das. Übrigens, Schnellstartanleitung gibt es natürlich auch. Quick Start. Ich hoffe, das ist Plug and Play und wir brauchen hier nicht noch einen Treiber. Das finde ich sehr interessant. Keine deutsche Anleitung. Ne, keine Deutsch. Nichts auf Deutsch. Ich würde sagen, ich schließe das ganze Ding mal an hier. Watch. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Okay. Hopp. Den werde ich jetzt mal rausziehen hier. So. Angeschlossen habe ich das. Und es blüppte gleich ein Fenster hier auf. Mit einem Ordner namens Windows. Da ist eine Setup-Datei. Also hier muss man also einen Treiber installieren. Wir machen das auch mal. Jo. Tender drahtlos USB Adapter. So, Neustart ist erforderlich. Gut, dann machen wir das mal. Neustarten. Okay, wollen wir unseren Test wieder machen. Leuchtet jetzt auch eine LED. Und wir gucken nochmal zur Erinnerung auf die alten Werte. Ne? Hier dieser LAN-Wert mit nur 2,97 Mbits. Und ein Upload 5 und der andere Wi-Fi-Adapter mit 19,91 Megabit die Sekunde und ein Upload 19,14. Also wir testen jetzt mal und auf geht's. Also das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Wir haben fast die 50 geknackt und der Upload ist jetzt aber auch wahnsinnig besser. Jetzt mache ich mal einen Spaß und werde jetzt dieses tolle Gerät hier weiter an den Treppenaufgang stellen. Vielleicht schafft er da noch mehr rauszuholen. Ich meine, immerhin haben wir hier ein Kabel dran. Mal sehen, wie weit ich komme. Und dann messen wir nochmal durch. Habe jetzt die Antenne auch ein bisschen nach unten gerichtet. Mal sehen, ob das was gebracht hat. Und wir messen nochmal. Naja, nicht wirklich. Oh, ist der Upload sogar runtergegangen. Jetzt versuche ich das nochmal auf das Regal zu stellen. Und dann messen wir nochmal. Im Übrigen kann man die Antenne nicht nur so aufrecht ausrichten, sondern auch etwas so zu seitlich hier. Und bin mal gespannt, ob man dadurch jetzt ja, ein paar bessere Funkwellen auffängt. Und deswegen machen wir jetzt gleich den nächsten Speedtest. Und auf geht's. Also, Hammer. Hammer 60. Für hier oben ist das wirklich gut. Ne? Auch wenn wir 200 Leitungen haben wir, wie ich anfangs schon erzählt habe. Und 50 Uploads packt er. Also ein absolut richtig ja, geiler USB-Wi-Fi-Adapter. Funktioniert bestens. Funkt wie gesagt in 2,4 Hertz und in 5. Läuft über USB 3, erfüllt den Wi-Fi-Standard 6. Und was will man mehr? Installation war jetzt auch easy.
bringt also seinen eigenen Treiber hier mit. Also einfach nur anstöpseln, Ordner öffnet sich, den Treiber installieren, neu starten. Und absolut eine perfekte Lösung. Leute, ich kann euch diesen Adapter nur empfehlen, wenn ihr auch so eine schlechte Internetverbindung habt. Also, ihr habt gesehen, ne? Top, also es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Daumen nach oben. Also, perfekt. Preis habe ich ja noch gar nicht erwähnt, und zwar liegt dieser Adapter hier, Wi-Fi-Adapter, kann man das eigentlich Adapter nennen, so wie das hier aussieht? Oder wegen mir auch, ja, dieses Raumschiff. Zwischen 44 Euro, so wie ich den gekauft habe, und 52, kommt immer auf die Tagesform von Amazon drauf an, keine Ahnung. Ja, bei Amazon habe ich es gekauft, Link natürlich unten in der Videobeschreibung dazu. Ja, ich würde sagen, das Video ist echt zu lange wieder geworden und deswegen komme ich jetzt auch zum Ende. Und wenn ihr das Video informativ fandet, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!